möchte Ihnen heute ein Geheimnis verraten. Ich finde die Maria Fechter ja nicht so gut. Ah, das hat Sie jetzt nicht so überrascht? Ja, aber das Interessante ist, dass sich jetzt schon auch innerhalb der konservativen europäischen Parteienfamilie immer mehr Leute fragen, was eigentlich in der Fechter, ihrem Oberstüberl, los ist. Auch normale Konservative halten Frau Fechter mittlerweile für eine peinliche, nervige Person. Und das wird halt langsam auch peinlich für Österreich. Sie erinnern sich, gerade erst vor ein paar Wochen hat sie den christdemokratischen Eurozonenchef Jean-Claude Juncker gegen sich aufgebracht, weil sie Gipfelergebnisse vorab ausgeplaudert hat. Juncker hat dann wutentbrannt seine eigene Pressekonferenz abgesagt und Fechter ausrichten lassen, sie möge nicht ständig aus Sitzungen ausplaudern. Und das Beste war, hinterher hat sie gesagt, sie nehme es Juncker eh nicht krumm. Sie? Ihm? Nicht krumm? Uga, uga? Ja, und vergangene Woche sorgte sie für Irritationen, weil sie gesagt hat, man könne Griechenland auch aus der Europäischen Union rauswerfen. Rauswerfen. Und nicht nur aus der Eurozone, also der Währungsunion, sondern gleich ganz aus der Europäischen Union. Und dabei ist das rechtlich gar nicht möglich, aber vor allem will das überhaupt niemand. Und man hat sich schon gefragt, ob die Fechter vielleicht die Währungsunion, also die 17 Mitglieder und Staaten der Eurozone und die Europäische Union mit ihren 27 Unionsmitgliedern einfach nicht unterscheiden kann. Ist ja total kompliziert, dieses Europa. Da gibt es die Europäische Union und die Währungsunion und die Kommission und den Rat und das Europäische Parlament. Ich meine, wer soll sie da auskennen? Sodass dann sogar die Angela Merkel, die ja selber nicht frei ist von Irrlichtertum, beim Faymann anrufen ließ, was denn da los ist in Österreich. Wäre interessant zu wissen, was der Faymann darauf geantwortet hat, dass man sich da doch keine Sorgen machen soll, weil es war ja nur die Fechter, von der ja eh bekannt ist, dass sie nicht immer weiß, was sie redet. Ja, wahrscheinlich hat er sowas in der Art geantwortet. Aber die Fechter ist ja nur eine kleine groteske Fußnote zur großen Tragödie, der griechischen Tragödie. Nach dem Wahlschock vom Mai, als die Griechen ein Parlament wählten, das nicht einmal mehr zur Bildung einer Regierung imstande war, wählen sie jetzt noch einmal. Vielleicht kommt ja jetzt irgendwas raus. Und jetzt sind alle ganz aufgeregt, was passiert, wenn diese Linksradikalen von der Syriza-Partei mit ihrem Anführer Alexis Tsipras gar zur stärksten Partei würden. Diese bösen, gefährlichen Linksradikalen. Wie können die Griechen nur so unvernünftige Leute wählen? Fragen sich manche. Und unsere liebe Kronenzeitung meinte diese Woche sogar, dass Wahlen für ein Volk wie die Griechen eh nix seien. Ja, die Demokratie, die werfen wir weg, wenn die Wähler nicht so abstimmen, wie die Märkte sich das von ihnen erwarten. Die Entscheidung für Austerität als Ausgang, als Überwindung, zur Überwindung der Krise erweist sich als katastrophal. Το φάρμακο αποδεικνύεται πιο δυνηρό από την ίδια την ασθένεια. Die Medizin erweist sich als schlimmer, als schmerzhafter als die Krankheit an sich. Aber abgesehen davon, sehen wir uns einmal an, was denn so unvernünftig an diesem Syriza-Bündnis ist. Da müssen wir natürlich erst einmal bedenken, wie relativ der Begriff vernünftig ist. Ja, selbst wenn Syriza unvernünftig wäre, muss man ja noch überlegen, was denn dann vernünftiger wäre. Die korrupte Neodemokratie mit ihrem Frontmann Antonis Samaras, dem wirklich bösen Geist von Griechenland? Also bitte. Oder die sozialistische PASOK, auch eine alte Klientelpartei, die in den vergangenen Jahren sich allen fatalen Spardiktaten aus Brüssel und Berlin gebeugt hat. Natürlich ohne großen Spielraum, ist schon klar. Aber wie viel vernünftiger wäre es denn, die zu wählen? Wenn wir das zu einem Vernunft-Contest machen wollen, da sind die Hürden im griechischen Parteiensystem nicht gar so hoch. Und da hüpft Syriza wohl im Zweifel am höchsten. Übrigens ist ja nicht einmal sicher, dass Syriza bei den Wahlen der große Gewinner sein wird. Jüngsten Umfragen zufolge ist es durchaus auch möglich, dass Nea Demokratia ein bisschen zulegt und stärkste Partei bleibt und sich dann mit der PASOK zusammen eine hauchdünne Mehrheit ausgeht. Aber nehmen wir trotzdem mal an, Syriza gewinnt diese Wahlen. Nehmen wir an, sie gewinnt diese Wahlen und zwar so, dass sie zusammen mit der PASOK und kleineren Linksparteien eine Regierung bilden kann. Und Alexis Tsipras ist dann Premier und das neue Gesicht Griechenlands. Dann ist ein Mann
griechischer Ministerpräsident, der in etwa die politischen Auffassungen von Oskar Lafontaine hat, nur dass er charakterlich nicht so durchgeknallt ist wie der deutsche Linkenführer und dessen ökonomische Auffassungen in etwa auf der Linie von Wirtschaftsnobelpreisträgern wie Paul Krugman oder Joseph Stiglitz sind. Der sagt, dass das Austeritätsprogramm so nichts nützt, dass es zu einem noch weiteren Absturz der griechischen Wirtschaftsleistung geführt hat, zu einer menschlichen Katastrophe und dass trotz Schuldenschnitts auch noch das Resultat hat, dass die Schulden noch drückender sind heute als vorher. Dass wir hier einen Kurswechsel brauchen, nicht nur für Griechenland, sondern für Europa insgesamt, dass da die Europäische Zentralbank eine ganz neue Rolle spielen muss und so weiter und so fort. Der also, kurz gesagt, all das sagt, was heute alle vernünftigen Leute auf der Welt sagen. Ja, und natürlich sagt Tsipras, der auch seine populistischen Talente hat, noch ein paar Dinge mehr, dass Griechenland das Spardiktat einseitig aufkündigen, aber im Euro bleiben will, dass er die Schuldenrückzahlungen einfach einstellen will und so weiter. Aber jeder weiß, dass das nicht so heiß gekocht wird. Selbst die Griechen, die ihn wählen, wissen das. Und sie wählen ihn trotz dieses Wissens, nicht deshalb, weil sie es so toll finden, dass sie einer da mit populistischen Sprüchen anlügt, sondern weil sie wissen, der Mann wird dann hinterher mit Leuten wie Merkel und Schäuble verhandeln müssen. Und dass es da nicht wahnsinnig geschickt ist, sich vorher schon vernünftig, kompromissbereit und konziliant zu geben. Kompromisse macht man in und am Ende von Verhandlungen, nicht schon vorher. Vor allem ist es aber doch so, die Griechen haben fertig, wie man so schön sagt, mit ihrer bisherigen politischen Kaste. Die hat jede politische Legitimität eingebüßt. Der junge Tsipras, der nicht die Leiter im Klientelsystem hochgeklettert ist, der hat da die Aura des Frischen, dessen, der eine neue Seite aufschlägt. Wenn er gewählt wird und eine Koalition zu bilden imstande ist, dann ist das eine Figur mit wirklicher demokratischer Legitimität. Που θα βάλουν τρία αλφα στην κοινωνία και στην πραγματική οικονομία. Die ein Rating von 3 A's der Gesellschaft geben werden. Η ελληνική γλώσσα, η πλούσια ελληνική γλώσσα έχει τρεις υπέροχες λέξεις που αρχίζουν από αλφα. Die griechische Sprache, die reiche griechische Sprache hat drei Wörter, die mit A beginnen. Αλληλεγγύη, ανάπτυξη, απασχόληση. Solidarität, Wachstum, Beschäftigung. Αυτά τα τρία αλφα να βάλουμε στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία. Diese drei A sind das Rating, was die Gesellschaft braucht. Να αρνηθούμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι των κερδών. Wir sollen das Finanzsystem in den Dienst der Gesellschaft, nicht des Profits stellen. Να φορολογήσουμε τον πλούτο και να σταματήσουμε να φορολογούμε τη φτώχεια. Wir sollen das Reichtum besteuern und nicht die Armut. Und natürlich gibt es Fragezeichen. Wird es ihm, wenn er denn Kompromisse eingehen muss, gelingen, seine Partei bei der Stange zu halten, die mehr ein Bündnis sehr unterschiedlicher Kräfte ist und in der es sicher auch ein paar Narren gibt? Und wie können diese Kompromisse denn aussehen? Weil, seien wir ganz ehrlich, auch wenn wir wissen, dass die bisherige Politik eine Katastrophe war, dass an dieser Mercosur-Linie alles falsch war, dann heißt das ja noch nicht, dass ein Königsweg für Griechenland schon gefunden ist. Also auch wenn man jetzt alles richtiger macht, für Griechenland wird es trotzdem extrem schwer. Also die gefährlichen Linksradikalen, gebt bitte. Die Griechen wählen am 17. Juni zwischen dem alten, verantwortungslosen Trickser Samaras und dem jungen Alexis Tsipras. Ja, und wer ist da die bessere Wahl? Na, sagen wir, die Fekta wird zum Samaras halten.